Hallo und herzlich willkommen zu Part 57 von Dying Light. An meiner Seite der Smurlock. Schönen guten Tag, und der Smurlock findet gerade seine Uhr nicht. Eieiei. Aber egal. So, wir können hier die Pakete abliefern beim Quartiermeister Spike. Isn't that great? Ja, ich hab sie gefunden. Juhu. So. So, back. Das ist doch prima. Jetzt habe ich ein neues Outfit freigeschaltet. Das ist ja toll. Wo kann ich denn mein Outfit wechseln? Bestimmt irgendwo... Stimmt auch in deinem Lager. In meinem Lager, beim Spielerlager. Genau. Ist aber auch wurscht, egal. Dann kannst du dir auch deine Dings holen, deine Belohnungen. Dafür jetzt? Mhm. Gucken wir mal. Zum Verkaufen muss ich auch noch. Wer bist du denn? Hallo? Was schmierst du da an die Wände? Echt mal, schämen Sie sich. Da ist auch noch der Händler. Da, ich brauche nämlich was zum Heilen. Stimmt. Hat er nicht. Kaufen. Ja, warte. Also, Schrotflintenmunition brauche ich. So. Gewehrmunition kannst du eigentlich auch mal holen, ne? Ja. Hä? Hm, kommst du eine? Okay, aber der hat wirklich nichts, um mich zu heilen, ne? Nee. Chemikalien. Ich brauche halt Mull. Da hat nichts. Gut, dann verkaufen wir noch schnell was. Polizeigewehr. Kaufen. Ein Sturmgewehr haben wir auch zwei. Kaufen. Oh, die ist ganz gut, die Amelie-Machete. Ganz gut, ja, absolut. Ja, gut. Ah, haben wir noch Kaffee? Haben wir auch noch gefunden? Ja, ich weiß, das kommt hier noch. Stimmt. Und wenn ich diese Klicker-Waffen-Upgrade lese, dann muss ich direkt an Last of Us denken. Ja, die Klicker. Ja. Das haben wir eben auch eingesammelt hier. Das hatte ich in meiner Tasche als Belohnung für irgendwas bekommen. Genau, Gewebe eines Flüchters. So, wir gucken mal, ob wir jetzt für die ganzen Kisten noch mehr Belohnungen bekommen haben. So, stimmt, die sind weiter unten dann. Klauenhammer, nee. Tischbein, Wasserrohr. Nee. Nee, haben nichts gekriegt. Aber Outfits haben wir eins bekommen. Sportler ist neu. Nee, das hast du an. Das habe ich an, okay. Woran sieht man denn, was neu ist? Tja, gute Frage. Keine Ahnung, sieht man eigentlich nicht, ne? Nee, ich glaube, da ist einfach eins dazugekommen, bestimmt. Ja. Guck mal, Kopfgeldjäger sieht doch cool aus. Ja. Wohl auch ein bisschen wie so ein Selbstmordattentäter mit dem, was er da umhängen hat. Kurier sieht auch ganz lustig aus. Ja, das ist ja punkrockig. Kurier? Also ich muss ja ehrlich sagen, ich stehe ja nicht so oft Männer in Tanktops, ne? Ja, mit Bandanas. Ja, das ist so ein bisschen, das ist nicht meine Welt. Aber frische Kleidung. Naja, geht so, oder? Ja, sieht also, schon ein bisschen dreckig aus. Ich glaube, ich nehme den verrückten Kopfgeldjäger jetzt mal. Kabing. Tadu. Okay. Gut, Leute, wir sind vorbereitet. Wir haben endlich alles abgegeben, wir können gehen. Ich will zu Michael. Ab in die Kanalisation. Michael! We are coming! Ich bin gespannt, was der uns dann hier vorschlägt. Vielleicht sagt er auch, kommt, wir gehen einfach. Wir lassen Haran sein. Guck mal, da liegt eine tote. Toter Taube. Vogel, das ist aber nicht so gut. Karte. So, rauszoomen bitte. Das können wir jetzt hier wegmachen, dann sind wir ja schon. Oh Mann, das da ist aber wirklich... Da ist Michael, das ist aber direkt was neben sind dem diese anderen Dinger? Da wollten wir nämlich zuerst eigentlich hin. Nee, wollten wir gar nicht. Das ist, helfen Sie Davut. Genau. Und finden Sie heraus, was das für ein Rauchsignal ist. Genau, das sind doch vorher die Nebenquests, bevor wir uns mit Michael... Ich mache aber keine Nebenquests mehr, Mann. Mach's jetzt zu Ende. Du zwingst mich immer Nebenquests zu machen, die ganze Zeit. Ich werde niemals herausfinden, wer Michael ist. Nee, Michael ist wie John Doe. Gibt's eigentlich nicht. Doe. John Doe. Michael Doe. Mad Damn. Erinnert mich an Michael Fassbinder. Warum? Weiß ich nicht, mag ich. Guter Schauspieler. Aber der Name ist gar nicht lustig. Nee, das stimmt. Aber Michael, ich glaube, Michael. Der mag nicht, wenn man den Deutsch ausspricht. Fassbinder. The Fassbinder. The Michael Fassbinder. Ja, oder? Wie wird der denn ausgesprochen überhaupt? Keine Ahnung.
Ich habe mich noch nicht so intensiv damit befestigt. Ich bin gerade gedanklich leider ein bisschen bei was anderem beschäftigt, meine ich. Ich habe Kreis drücken müssen. Ach. Nee, aber ich habe halt mal in einem Interview gesehen, dass ich versucht habe, irgendwie mit dem Deutsch zu reden und der so, ja, hier, nur weil meine Oma Deutsche war, was weiß ich. Genau. So genau weiß ich das auch nicht mehr. Ui, und da. So, ich glaube, das war erst die Hand, dann das Bein und dann nochmal die Seite. Und dahinter dir war eine Kiste. Pretty. Ja, das ist aber auch wirklich schwer zu erkennen. Ne? Die sind so einfach, die fügen sich nahtlos in die Umgebung ein, die Kisten. Ja, das ist so ein Nerventraining. Ihr hört euch die Geräusche mal an, weißt du? Dabei soll man dann hier anständig arbeiten. Ist aber gut. Verstehe nicht, warum das hier nicht geht. Ah! Ach, jetzt ist aber gut. Dämlicher Schied. So. Ah, Sweet Spot. Bong. Nee. Was haben wir jetzt? Und? Das erstklassige Schachtel. 193. Boah, ein super Handling. Schachtelbeil. Boah. Ja. Jetzt gehe ich gleich drauf, ne? Super geil. Oh. Ich bin hier nur so Ausrufe von mir geben. Das sieht doch aus, als könnte da irgendwas sein, was wir brauchen. Was? Hier drin? Be careful, ja. Ja, be careful. Really? Oh. Da ist hier. Sehr gut, was war, wa? War? Auf jeden Fall dick Punkte bekommen. Gibt's eine Trophäe? Leider nicht. Draußen. Aber ich brauche Sachen. Ich sterbe hier langsam, weil ich habe keine Sachen. Ich finde das nicht gut. Da ist eine Trophäe drin. Aber unter dir. Da habe ich dann noch im Boden. Wir schauen mal. Na. Böse Scheusal, zieh Leine. Ich bin kein Raufbold. Ich bin ein Raufbold, kein Scheusal. Oder liegt was links im Plastikteil. Ich brauche Mull. Da drin. Da musst du einen. Ach, runter. Die Trophäe ist ein Mensch, der sich bewegt. Hier? Ja, bestimmt. Nein. Geh runter. Und geh wieder hoch. Genau dahin. Mann. Ja. Mull. Ja. Ich will das. Boah, ja, schon wieder ganz schön viele Mods, ne? Ja, können bald ein paar neue Waffen machen und dann vergleichen, welche besser sind. Oh, thank God, it's Christmas. So, bin geheilt und ich habe nur eins über. Also ich bin fast geheilt. Ja. Hallo? Der sieht ja lustig aus da. Rechts von dir war noch eine Rathandruhe. Guck mal, hä? Ach, der ist gut. Der ist gar nicht böse. Nee, der ist die Trophäe. Irgendwie. Ach, dann gucken. Hat er bestimmt. Der hat vielleicht so eine Herausforderung. Genau, oder so, will ne? Ich aber eigentlich nicht machen. Aber wir reden mal mit dem. Ich hätte auch nur eine Belohnung. Ich bin gegen Herausforderungen. Oh, Mull. Plastik. Mull ist eigentlich fast immer nur in Badezimmern. Was ist denn das? Das. Ah, zu essen. Okay. So, jetzt habe ich genug gegessen. Den Rest verweiche ich mir für schlechte Zeiten. Ha, jetzt wird es jemals gute Zeiten geben. Ja. Sieht fast schon aus wie ein Versteck hier, ne? Da fehlt nur das Bett. Ja. Ich muss übrigens, bevor es Abend wird, in der Gegend hier den einzigen Sicherheitsspot noch einnehmen. Ist das links von dir nicht schon einer, der einzige? Ja, aber der ist viel weiter weg, als man denkt. Das war doch Mittel, oder nicht? Ja. Oben ist nix. Hier ist nix. Da
ist nichts. Ganz durch ist nichts. Ah. Ach, ganz knapp. Klick. Was ging noch? Ja. Was haben wir da? Eine Sense, die ist nicht gut. Nicht so schön, Kaffee nee. Nehmen wir mit. Die sieht höchstens schön aus. Kein Anrufbeantworter, okay. Eine Tasche. Tut mir leid übrigens für den Typen, der da draußen steht und dessen Sachen das wahrscheinlich sind. Ja, ja, hallo. Das muss dir nicht leid tun. Hallo. Da ist wieder so eine Kiste. Belohnung. Wofür? Wofür eigentlich? Habe ich die umgebracht, ohne das zu merken? Ja. Das finde ich aber schön. Oder der hat die umgebracht, ohne dich. Ohne dein Dazutun. Du hast nur die drinnen geklärt und ja, reicht. Cool. Ein bisschen Müll. Sind wir doch alle mal in der Tasche haben. Ja, sind wir doch jetzt alle zufrieden eigentlich, oder? Ja. Gut, dann gehen wir jetzt weiter zu einer Nebenquest. Da freust du dich drauf, ne? Ja, because that's all we do lately. Guck mal, der kommt hoch zu dir. Ja, komm, kletter doch. Scheiße. Ach, der kommt von da. Oh, wie willst du ohne Beine klettern? Ha, makes it much more difficult. So, es gibt irgendwie... Guck mal, der ist tough. Lebt immer kommt noch. Wieder. Das ist nicht ja schon fast interessant. Ist er, schon oben. Ist ja jemand anders. Nee, nee. So. Ich hab sie an der Stimme. Also irgendwie gibt's hier oben... Vielleicht kann ich da lang. Ich will halt irgendwie nicht von unten da oben dahin. Ja, genau. Da bist du ne? Ist das nicht da? Ach so, nee, das ist der hier, die Dings, ne? Die, wo wir gerade waren schon. Mal immer auf die Karte gucken. Irgendwie habe ich mich verlaufen. Wo sind wir denn jetzt? Wir sind noch nicht so weit gekommen, leider. Wir sind noch sehr, sehr nah an bekanntem Gebiet. Ja, jetzt müssen wir da irgendwie quer durch. Gehen jetzt mal hier rüber. Ja, ja. Puh. Denk dran, nur Wasser da unten. Die Stadt verändert sich auch ständig, ne? Jetzt sieht das irgendwie aus wie Venedig hier. Ja. Ja, das Schlimme ist, dass wir jetzt wirklich auch immer noch sehr in der Nähe vom Rais sind. Die sind jetzt auch überall. Guck mal, wie viele rote Feinde ich hier alle habe. Meine Fresse. Also wir sind aber alle ganz weit unten, ne? Ist mir auf jeden Fall keiner mehr gut. Guck mal, oder ist einer ein blauer. Was denn? Wo denn? Was geradeaus, genau, da unten. Ja, aber wow. Soll ich mich jetzt da anlegen? Nee, ich glaube, der ist eh jetzt kaputt. Die haben den gerade gekillt, die drei Riesen. Drei... Riesen. Schade. Kannst du gleich mal gucken, wie Was hey, denn? Hey, wow, gut. Oh, wird schon wieder nach. Genau. Was soll ich gucken? Da unten. Genau, wie viel Uhr es ist. Das wollte ich wissen. Ja, wir gehen noch ein Stückchen weiter, ne? Kackt nämlich gerade der Dampf. Um nicht zu sagen. Hinter dir war auf jeden Fall eine Sicherungszone, ne? Wo ja, ich weiß, kannst. Aber da waren wir halt schon öfter. Ich hatte gehofft, ich komme jetzt noch ein Stück weiter. Wir gucken nochmal auf die Map. Wie viel Uhr haben wir? 19:47 Uhr. Na, wahrscheinlich. Aber jetzt wieder zurück? Ne, mach ich nicht. Das ist doch direkt da auf dem anderen Gebäude, oder? Naja gut, aber das stimmt. Du kommst ja auch nachts gut klar. Also so ist das ja. Ja, nicht. Wenn ich auf den Dächern bleibe, schon. Genau. Von daher versuchen wir jetzt mal hier in die Sicherheitszone zu kommen. Genau, dein Wurfhaken ausrüsten mal ein bisschen und dann alles... Nach vorne, genau. Alles smooth. Ah, die Nerven, ey. So, hier rüber. Oh, Kiste. Hört sich auch nicht so an, als wäre jetzt gerade jemand in der Nähe. Jetzt langsam hört man was. Ah, Mal ist doch Mittel. Aha. So,
Was haben wir da? Was haben wir da? Mull. Oh ja. Ui. Die mag ich. Die war wirklich richtig gut. Oh Mann, ganz schön kaputt hier alles, was? Ja. Da drüben ist das. Gut, dann gehen wir mal hier rüber. Genau, da rechts war nämlich die Kanalisation bei diesem Schrottler oder was, diese Kabellandschaft da. So, da hinten braucht einer Hilfe, aber ehrlich gesagt, weg hier. Wir müssen brauchen uns jetzt, auch Hilfe. Genau, wir müssen uns jetzt erstmal einen Schlafplatz sichern. Oh, guck mal, da geht's rein, das Fenster. Und das ist dann was? Unsere eine Aufgabe. Okay, was ist jetzt los? Ich weiß nicht, da ist jemand. Wieso mache ich das dann immer direkt? Ich wollte doch jetzt erstmal einen Schlafplatz sichern. Was ist hier los? Da ist irgendein Pfeil angezeigt. Da. Flotsch. Cool, Jumpscare. Und Kirby ist wirklich gesprungen. Sammy, ich bin's, Kyle Crane. Bist du da drin? Bitte tu mir nicht weh! Jetzt rette ich hier mitten in der Nacht das arme Kind, oder was? Okay, hier geht's raus. Hier spricht der Turm. Ja, beeilt euch, wenn ihr noch kein Versteck gefunden habt. Wir sehen uns dann am Morgen. Ach, Versteck ist relativ, ne? Da ist ein Schloss knacken. Ich guck mich hier mal eben kurz um, bevor ich den Jungen irgendwo rauslasse. Ach, ist der da drin? Drin? Da ist er. Ja, ist er. Hau ab! Lass mich in Ruhe! Alles okay, alles okay. Geht's dir gut? Mein Papa hat geblutet. Er sagte, er wird krank werden. Wie die anderen und kann mich nicht mehr beschützen. Er hat gesagt, komm nicht aus dem Schrank, sonst tue ich dir weh. Und wenn du erstmal drin bist, bist du sicher, hat er gesagt. Hat er ja auch recht. Dein Vater hat dich gerettet. Wo ist er? Dein Papa ist fort. Für immer. Es tut mir so leid. Ich bring dich jetzt zurück zu deiner Mama, okay? Wäre ich doch gleich bei ihr geblieben. Stimmt. Troy, hier Crane. Ja, was ist? Ich habe einen kleinen Jungen hier, der einiges mitgemacht hat. Der braucht ein bisschen Zuwendung. In 5 Minuten ist jemand bei euch. Kannst du ihn zu seiner Mutter im Turm bringen? Wird gemacht. Und wenn ich es selbst tun muss. Yes. Danke, Troy. Wir bleiben Troy. Ja, cool. Cool. Hihi. Dann können wir die jetzt doch aufmachen, die Tür da. Ja. Na. Du hast ihn gerettet. Du hast super. Den Sammy gerettet. Mal eben so. Blöde, der Wut. Ich meine, ist ja eigentlich nur wegen uns sind die abgehauen, aber... Also, weil wir die Kanone gegeben haben. Ja. Oh, wow. Sehr gut. Bitte. Hier ist ja gar nichts drin. Hä? Ja? Das ist doch normalerweise zu benutzen, oder nicht? Auf jeden Fall. Hey, irgendwas stimmt hier gerade nicht. Guck mal, hier zeigt er an mit Schließen, aber ich kann hier überhaupt nicht interagieren. Komisch. Naja. Was piepst du da? Keine Ahnung. Du kannst ja jetzt aber auch gar nichts mit nichts interagieren, ne? Nee. Wirklich nicht. Die Nacht bricht an, na super. Du wirkst halt da relativ sicher, weil da auch keine Gegner natürlich reinkommen, ne? Nee, das denke ich mir auch. Aber ich könnte natürlich jetzt total gut die Zeit nutzen, um mir Sachen zu holen, aber jetzt kann ich hier auf einmal nichts mehr drücken. Nee, was ist das denn da? Nüsse. Wirklich? Das können wir essen? Sonst können wir hier nichts machen, außer Nüsse essen. Was ist das denn? Achso, da geht's raus. Wieder eine Ausgangstür. Genau. Glaube ich. Hm. Ist es ja, ne? Ja. Sieht aus, steht da auch einer vor, ne? Ja, voll. Ja, meinst du, wir können den dann da lassen? Ja, ich denke mal schon, oder? Was war das?
fertig. Ach, guck mal, da sind die schon unterwegs, die... Ja, die Fiesen. Die Nachtschattenwechsel. Ich glaube, wir gehen einfach durch die Fenster raus. Ja, aber ich muss ja irgendwie hier und da ist drüber, ne? So, jetzt bist du wieder auf dem Weg zu Michael. Nee, jetzt bin ich, also ja, wenn ich jetzt weitergehe, wo ich hingucke, da will ich hin, nämlich zur Safe Zone, die ich noch einnehmen wollte. Ah, und da ist auch noch die letzte Nebenquest, ne? Genau. Schön. Schön aufgeklackt. Nee. Ja. Ist schon besser, ne? Wenn man so ein bisschen langsam geht. Was ist denn? Das ist Alter. Safe Zone. Ja, geil. Oh, das ist ja schön. Unten sind 2, 3 mindestens, sehe ich. Die sind drinnen. Mhm. Okay. Du hast 89 Leben. Und ein Heilding. Genau, 4 sind's. Und einer noch davor dir und einer über dir. Guck mal, du hast da sogar die Missionsdinger so aufgepoppt. Wo habe ich denn jetzt hier noch was zu tun? Also eben über dir ist noch einer. Oh, das ist aber ein gefährlicher. Ah, das geht natürlich auch gut. Was? Da kommt einer. Vorsicht, oh, der explodiert. Ah! Hab ich gesehen. Nee, ich auch. Ich hab das nur so aus dem Augenwinkel noch gesehen, wie der den Brustkorb aufgeklappt hat. Und dachte mir, du Arsch. Ja. Frag mich, wo wir jetzt sind, mitten in der Nacht. Ach, die kommt, Map gucken. Wir könnten. Oh nein! Da, wo wir letztes Mal angefangen haben. Ja. Naja, gut. Leute, dann würde ich sagen, dann sagen wir hier mal Tschüss, ne? Genau, und beim nächsten Mal. Nächsten Mal, ich glaube, ich gehe jetzt noch zurück, pennen und im nächsten Mal fangen wir dann hier oben an mit dem Rauchsignal, oder? Yes! Okay, das machen wir. Bis dahin. Bye, bye. Tschüss.